Das ist das Traurige. Aber schönes Alter, Mensch. 92 ist schon krass. 92, krass, Alter. Nein. Ich glaube, da ist dann auch irgendwann mal der Körper echt müde. Ne? Und ich glaube, da muss man es dann auch wirklich verstehen, dass irgendwann die auch mal gehen möchten. Halt, ne? Krass, 92, geiles Alter, Mensch. Ja, man kann da nichts machen. Ne? Kann man leider nichts machen. Aber überleg mal, aber weißt du, wie glücklich ich wäre, eine Oma zu haben, die so alt ist? Einfach mit dieser Person zu quatschen, weißt du, das muss so spannend sein. Oma, erzähl mal damals, wie war es denn? Das muss so spannend sein. Von Widerberry Peppel, Opa ist auch mit 91 verstorben, auf wahnsinniges Alter, ne? Na, ist in Ordnung, sagt ihnen auch, wenn es schwerfällt, glaube ich. So, ich switch mal rum hier. So, okay. So, aber dein Schwiegervater wird am 15.01.95, Elke, krass. Hallo Kevin, ich grüße dich. Also ich fände das so spannend. Meine Uroma von Sleepy Ash ist 104 geworden. Krass. Krasses Alter. Krasses Alter. 104. Krasses Alter. Aber wenn man fit ist, ist das schön. Ne? Ja genau, die Geschichten. Das muss so spannend sein. Mit denen, überleg mal, was die erlebt haben. Was die erlebt haben. Ja, was die erlebt haben. Die ganzen Kriegszeiten und so. Unfassbar, unfassbar. Uroma wurde von Shiba Inu Yuki 95. Meine Oma wird 99. Krass. Hallo Jenny 806. Nini, ich liebe alte Menschen. Man lernt so viel von ihnen. Die Geschichten meiner Großeltern habe ich geliebt, glaube ich dir. Ich habe leider keine Omas mehr. Meine Oma lebt gerade im Krieg. Okay. Wahnsinn, ne? Die haben Erlebnisse gewesen, ne? Ja, man sollte alte Menschen so respektieren, ne? So unfassbar respektieren. Mein Freund hat eben auch erfahren, dass seine Oma gestorben ist vor 3 Tagen, sie war 83. Solange mein Fit ist, ja, meine Großstädte mussten 10 Jahre gepflegt werden, mit 94 gestorben. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Meine Oma ist auch mit über 90, hat mir einiges über den Zweiten Weltkrieg erzählt. Das muss unfassbar interessant sein. Oh, danke, Lustlord. Schaue ich dann zu Hause. Ah, ich hätte gerne noch Oma, Opas oder so. Fände ich schön. Das wäre schön. Wäre schön. So. Dann machen wir mal hier ein bisschen Licht aus. Deine Oma mit 84. Ah, ich finde, alles unter 80 ist viel zu früh, Mensch. Ich finde, alles unter 80 ist viel zu früh. Alles unter 80 ist viel zu früh. Ne? Alles unter 80. Von Frank Bieder, dein Opa ist mit 61 gestorben. Schrecklich. Das ist schrecklich. Das ist kein Alter. Das ist kein Alter. Meine Zweite ist auch mal über 80. Kümmern sich selber noch um Senioren. Ja, aber es gibt aber auch welche, weißt du, es gibt aber auch welche, die sind nicht so alt. Ich kenne auch welche, die sind Mitte 60. Die verhalten sich wie 80-Jährige. Die verhalten sich wie 80-Jährige, kenne ich auch einige. Wo ich frage so, was hat dich so alt gemacht? Nicht Erkrankung, einfach so die Einstellung, so weißt du. Also ich kenne einige so, auch beim Sport, die sind irgendwie 60, die sehen aus wie 80. Hat mich einer mal geschockt, meine ich, wie alt bist du denn? Also 60, ach du Scheiße. Sah aus wie 80. Also manche sind echt, sehen super alt aus. Ne? Mein Papa starb mit 58, kein Alter. Mein Vater ist mit 72 letztes Jahr gestorben, unerwartet. Meine Mama starb mit 50. Das ist ja 50, ist doch kein Alter, Alex. 50, das ist kein Alter. Jenny hat vor kurzem meinen Papa verloren, er war 59, kein Alter. Von Schieber zu mir sagen, Alex seit 20, das wäre schön. Hoffe ich auch mal, dass man jemand zu mir sagt. Meine Mama war 46 von Pinkbird. Mein Gott, das ist kein Alter. Meine Mutter mit 43. Miss Shirin. Mein Gott, das ist doch kein Alter, Leute. Das ist doch schrecklich. Mein Vater mit 49. Meine Partnerin starb mit 25, sagt Winterberry Pebble. Mit 71. Mein Vater nur 64.
Meine Mama starb auch mit 50, meine Mutter 44, meine Fresse, das ist ja schrecklich. Meine Schwester mit 27, Gott. Mein Vater mit 29. Mein Mann mit 56, das ist kein Alter, Leute. Ey, das schockiert mich ein bisschen, ne? Meine Mutter mit 57. Unfassbar. Mein Verlobter starb mit 41. Mein Papa mit 56, meine Mama mit 55. Dagi, das ist schrecklich. Ich finde das voll traurig. Mein Bruder ist mit 3 gestorben. Mein Bruder mit 44. Mein Vater starb mit 63. Katastrophe. Ich finde das voll traurig. Mein Papa mit 93 vor 2 Jahren. Okay. Alex, ich habe sie tot in der Wohnung nach der Schule gefunden. Da war ich 13. Sie hat einen Herzinfarkt. Der Freund meines Vaters ist auf dem Klo gestorben, Herzinfarkt, seine Mutter lebt sogar noch. Freund von mir ist auch auf der Toilette gestorben, im Badezimmer. Haben sie tot am Boden gefunden. Meine Mama mit 82, meine Mutter starb mit 44, mein Vater mit 74. Okay, lasst uns jetzt nicht weiter darüber reden. Das ist sehr traurig. Lasst uns jetzt nicht weiter darüber reden. Uns hilft es jetzt nicht weiter, wisst ihr, wenn wir darüber reden. Und das hilft uns jetzt nicht weiter. Wir müssen nach vorne gucken, Leute. Lasst uns jetzt nicht weiter nach hinten schauen. Wir haben jetzt ein Jahr hinter uns. Wir haben jetzt 2022 hinter uns gelassen. Wir haben jetzt 2023. Lasst uns da jetzt einfach einen Haken hintermachen. Die Menschen, die nicht mehr bei uns sind, halten wir einfach mal lieb in Erinnerung. Wir machen alle mal ein paar Herzchen für die Menschen, die nicht mehr da sind. Lasst uns einfach zum Abschluss noch ein paar Herzchen in den Chat hauen. Für die, die nicht mehr da sind. Ja, so geht's auch wie ich hier. Genau, einfach ein paar Herzchen rein für die, die nicht mehr dabei sind. Und dann nach vorne gucken. Es hilft uns nicht, wenn wir immer nach hinten rumeiern und rumkacken. Das hilft uns nicht weiter. Es ist schön, dass wir tolle Momente schon mal hatten und dass wir schöne Momente früher hatten und auch nicht schön, dass wir beschissene Momente hatten. Aber es hilft uns nicht weiter, ja. Deswegen, wir müssen nach vorne gucken, nach vorne schauen. Die Erinnerung werden wir haben. Das, was passiert ist, die können wir nicht abstellen. Und jetzt gucken wir, dass wir eine neue Geschichte schreiben. Unsere Geschichte für uns jeweilig. Dass wir neue tolle Kapitel jeder von uns schreiben werden. Und dass wir unsere Geschichte selbst formieren und selbst aufsetzen. Und wir probieren jetzt alles das, was wir möchten, was wir uns vornehmen. Wir werden jetzt das probieren. Dass wir jeden Morgen aufstehen und werden uns einfach bedanken, dass wir da sind und freuen uns einfach über jeden Tag, den wir haben. Und versuchen uns nicht mehr über irgendeine Scheiße aufzureden von irgendwelchen Idioten. Lass uns nicht mehr irgendwie über irgendeine Kacke aufregen von irgendwelchen Vollidioten, die es eh nicht wert sind. Lasst uns einfach positiv nach vorne gehen. Und damit ist es das Beste, was wir tun können. Ja. Der Subtiger ist, wie bist jetzt erst wach, alter Lachs? Hast du mal am Tacho geguckt, Subtiger? Wie der Barry Pepe, glaubst du an Wiedergeburt? Ja, definitiv. Eindeutig, eindeutiges Ja. Eindeutiges Ja. Ja. Wir können noch so viel jammern, Leute. Wir können noch so viel rumjammern. Menschen sind Weltmeister im Jammern. Wir Menschen sind Weltmeister im Jammern. Früher war alles besser. Früher war es so toll. Früher hatte ich super viele Freunde. Früher bin ich jeden Tag feiern gewesen. Früher war mein Freundeskreis riesig. Ja, haben wir aber jetzt nicht mehr. Und was soll man jetzt machen? Soll man jetzt hier rumheulen oder was? Nö, wir machen das Beste. Beste aus der ganzen Situation. Punkt, Ende, Komma. Kann man eh nicht ändern, ne? So viel wir auch noch rumkacken. Magic Velvet, danke für 3 Monate. Dankeschön, Mensch. Ganz liebes Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. Ne? Ja, einfach nach vorne gucken, Leute. Das bringt uns wirklich nicht weiter. Ja, wir können wirklich jetzt hier eine Träne nach der anderen vergießen, aber wie viele Tränen wollen wir denn noch vergießen? Wie oft wollen wir denn noch morgens aufwachen und rumjammern? Mi, 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 mi. Hey, bringt uns nicht weiter. Bringt uns nicht weiter. Morgens aufstehen und sagen, Scheiße, war alles Kacke gewesen. Lasst uns einfach jetzt nach vorne gucken. Drexler, danke für 100 Bits. Ganz liebes Dankeschön. Ne? Ja. Guck mal, wie sind wir Menschen? Ah, früher war das voll cool eigentlich.
Früher war es voll spannend und so und schöne Zeit gehabt und jetzt haben wir jetzt nur noch Scheiße, oder was? Nee. Das auch nicht. Machen wir kurz den Dreck weg. Ah, wir sind so am Jammern immer. Okay. So, Ramport an. Jetzt probieren wir nochmal, ob wir da nochmal was bekommen. Remy an. Remy an. Wir sind Weltmeister im Jammern. Wir jammern immer auf hohem Niveau. Das ist wirklich so. Wir jammern eigentlich überwiegend auf hohem Niveau. Es gibt Menschen, denen geht es so scheiße, weißt du. Und wir jammern dann, weil irgendwie unsere Cola ausverkauft ist im Supermarkt. Wir jammern, weil wir mal keine Brötchen morgens vielleicht am Tisch haben und oder vergessen haben, irgendwie einen Kaffee zu kaufen. Ach, ich habe keinen Kaffee heute Morgen. Mein Gott, es gibt Menschen, die wären froh, wenn sie mal einen Kaffee kriegen würden. Ey. Wir jammern wirklich immer auf hohem Niveau. Das ist echt schrecklich. Im Grunde soll man glücklich sein mit dem, was wir besitzen und haben. Okay. Dann würde ich sagen, die obere Kamera kann aus. Ja, bin ich jetzt. Okay, so. Also, für die, die nicht wissen, Feldgenerator an. Wir hatten gestern einen unheimlich geilen Kontakt zum Ahmed. Und wir haben es aber gestern, oh, ist das hell, nicht hingekriegt, ihn ins Licht rüber zu bringen, weil es manchmal sehr aufwendig ist. Nicht wundern, das geht manchmal nicht mal eben so auf der Schnelle. Hallo. So, jetzt ist Cheyenne er scharf. 79 Sage gifted Und gestern wäre schön gewesen, wenn wir es hingekriegt haben. Hätten wir aber Hammer nicht geschafft. Und deswegen müssen wir da jetzt nochmal gucken, ob wir da nochmal Kontakt mit ihm bekommen. Wäre super, würde ich mich freuen. Deswegen nehme ich auch extra jetzt das Board, weil wir damit gestern Kontakt hatten. Ich rufe heute hier an diesem Abend einen ganz bestimmten Verstorbenen. Den Verstorbenen, den ich heute kontaktieren möchte, hatte ich gestern schon in der Sitzung. Ich möchte hier an diesem Abend einen bestimmten Verstorbenen kontaktieren. Ahmed, bist du da? Du hast gestern schon mit mir Kontakt aufgebaut. Und ich würde mich freuen, wenn du mit mir nochmal in den Kontakt treten würdest. Ich habe gestern versucht, dich ins Licht bringen zu können, aber wir hatten keine gute Kommunikation später mehr. Ahmed, kannst du mir ein Zeichen geben, wenn du da bist? Und würdest du mit mir nochmal in den Kontakt treten, Ahmed? Ahmed, hörst du mich? Kannst du mir ein Zeichen geben? Ich rufe den Verstorbenen, mit dem ich gestern schon in Kontakt war. Ahmed, bist du da? Du kannst über die Pyramide hier das Dreieck wieder mit mir in Kontakt treten. Oder das Gerät hier vorne, hier oben das Gerät. Du kannst mir auch ein Zeichen geben, was ich höre oder sehen kann vielleicht. Du kannst auch mit mir über das Ouija-Board sprechen, Ahmed. Ahmed, hörst du mich? Kannst du nochmal mit mir Kontakt aufbauen? Ich möchte auch nur mit ihm jetzt gerade, deswegen versuche ich jetzt nicht irgendjemand anderen, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Ahmed, ich rufe dich. Ich
rufe den Verstorbenen, der gestern bei mir war. Ich durfte auch deine echte Stimme hören. Kannst du mir noch mal ein Zeichen geben? Ahmed, bist du da? Kann ich die ganzen Bergkristalle hin? Wo sind eigentlich die ganzen Bergkristalle hin? Wo reichen die alle hin? Hä? Ich hatte mal hier unendlich viele Bergkristalle. Du. Wir ziehen aber mal die Karten. Ahmed, kannst du mich hören, Ahmed? Ich möchte mit dir Kontakt haben und mit niemand anderem. Ahmed, bist du da? Wenn du wieder bei mir im Raum bist, würdest du mir den Gefallen tun, mit mir in Kontakt zu treten, Ahmed? Ich habe mal die Bergkristalle. Ahmed, hörst du mich? Ich rufe die geistige Welt, die Verstorbenen. Ich möchte mit einer bestimmten Person sprechen. Ich möchte mit Ahmed von gestern reden. Wir hatten gestern schon einen liebevollen Kontakt gehabt, wir beide. Und ich wollte dir helfen. Uhrkarte. Karte, wie es jetzt im Moment ist. Die Karte, wie es werden wird. Und die Karte, wie es komplett endet. Die Karte hinten steht für Spirit Box, also für Miracle Box. Dann haben wir die Karte. Letzten Endes müssen wir mal genau definieren. Unterwegs, hier steht unterwegs drauf. Das heißt, es scheint so, als wenn er unterwegs ist. Und hier ist die männliche Person. Also wir müssen wohl uns ein bisschen gedulden. Ahmed, kannst du mir ein Zeichen geben, wenn du hier bist? Versuch auch mal mit mir über das Vija zu sprechen oder über die Pyramide vorne. Grün oder rot, das ist mir egal, Ahmed. Oder versuch's auch über das Ouija-Board, Ahmed. Ahmed, bist du bei mir? Ahmed, ich rufe dich. Hallo, Ahmed. Schön, dass du da bist. Kannst du auch hier probieren über die Pyramide zum Beispiel oder über das Gerät hier vorne? Wir müssen wieder wie gestern kommunizieren, Ahmed. Gut. Geht's dir denn gut, Ahmed?
Ja, das ist schön, da freue ich mich. Ahmed, probier mal bitte mir ein Zeichen mit der Pyramide vorne zu geben, bitte. Bist du schon bei mir? Nein. Wie A. Warte, gerne, Ahmed. Aber versuch mal hier vorne ein Zeichen bitte zu geben, ja, wenn du hier bist. Irgendein Zeichen, was ich hören kann, bitte. Ich würde das gerne hören, wenn du da bist. Kannst du antworten? Ahmed? Also mein Fettgenerator ein bisschen auf, jetzt sind wir auf 12 Uhr. Ich bitte die geistige Welt um Hilfe, mit Ahmed wieder Kontakt aufzubauen. Ahmed, hörst du mich? Ja. Probier bitte die anderen Möglichkeiten, auch das Gerät hier vorne, bitte. Ahmed, wir probieren was anderes eben. Nimm die Envoy. Bist du hier bei mir, Ahmed? Kannst du ja oder nein sagen? Ja, ich danke dir. Wie geht es dir? Kannst du mir das Gesicht dafür geben? Wie geht es dir? Du musst dich schon beeilen, sonst knallt mir der Arm weg. Das ist unheimlich schwer. Du bist wütend. Warum bist du wütend? Warum bist du denn wütend, Ahmed? Hast du Kontakt mit deiner Familie aufgenommen? Magst du mir das irgendwie versuchen zu bestätigen? Fehlt dir Energie? Also wir müssen ihm helfen, wir kommen nicht drum rum. Wir kommen nicht drum rum. Wir müssen ihm helfen. Ich werde ihn hier auch mal mit hinstellen. Nicht wundern. Ich guck mal eben. Cheyenne, danke für den Zapfen, Dagi. Ganz liebes Dankeschön. Guck einmal eben, ob mein Handy aus ist. Nicht, dass wir jetzt hier gleich irgendwie einen falschen Ausschlag haben. Handy ist aus, okay, gut. Kurz Heizung an, sonst wird es kalt. Okay, jetzt müssen wir erstmal Fehlerquelle.
Okay, also wenn ich hier bin mit dem Gerät, also hier ist ein Tri-Field. Hier gehen wir bis max 22. Okay, warte mal. Mit Pochette gehen wir auf 13. Das heißt, unser Maxwert ist 13. Alle Ausschläge drüber kommen nicht von mir. Weil das machen auch die wenigsten, weißt du, die sich mit sowas beschäftigen. Gar nicht. Mal gucken, wo Maxwert ermitteln. Also wir gehen bis max 13. Also so, also 13 Milligauss. Ja, nicht drüber. Das heißt, wenn wir jetzt über 13 Milligauss kommen, haben wir hier definitiv einen Kontakt, ja. Ahmed. Ich muss den woanders hinlegen. So, hier mal Wert von. Ah, kann man hier liegen lassen. Gut, okay, prima. Hier gehen wir nur bis 2, 3. Hier kann man frei arbeiten. Ich rufe heute hier in die geistige Welt zu unseren Verstorbenen. Ich rufe zu den Verstorbenen von gestern, mit dem ich gestern im Kontakt gewesen bin. Dein Name ist Ahmed, wie ich es gestern verstanden habe. Ahmed, wenn du da bist, kannst du mir bitte ein Zeichen geben hier bei mir? Versuch, über die Geräte mit mir zu kommunizieren. Wir können danach über die Sprachmethode arbeiten. Aber erstmal würde ich mich freuen, wenn du mir hier einfach ein Zeichen geben würdest, dass du da bist, Ahmed. Ich habe gestern versprochen, dass wir heute nochmal in die Sitzung gehen, Ahmed. Ahmed, ich rufe dich. Gib mir ein Zeichen, bitte. Wir dürfen nicht aufgeben. Ahmed, gib mir bitte ein Zeichen, wenn du da bist. Irgendwas, was ich sehen oder hören kann. Geh. Grün. Meinst du grün hier vorne an der Pyramide? Ja. 9. Dann versuch das Gerät bis auf 9 hochgehen zu lassen, Ahmed. Wir können mal was probieren, dass ihr das auch mitseht. Stell mal die Kamera da unten auf. Hallo, Ahmed. Also hier höre ich es. Okay, wenn ich hier bin, kann es bis 5 hochgehen. Guck mal hier. Also wenn ich hier oben bin, muss man darauf achten. Hier können wir bis 18 ungefähr hoch. Sagen wir mal bis 19. Wenn ich mit der Planchette hier bin. Wenn ich mich nicht bewege und wir einen Aufschlag haben. Ja. Ahmed, danke dafür dein Zeichen. Kannst du mir das nochmal mit einem anderen Gerät bestätigen? Nimm auch mal ein anderes Gerät, was ich hier habe, Ahmed. Kannst du das Gerät denn auch nehmen hier vorne? Schau mal. Ich stelle es hier vorne hin, dass du das auch bitte benutzt. Oder hier oben. Ahmed, ich rufe dich. Mach dich nochmal bitte bemerkbar, dass ich das sehen oder hören kann als Bestätigung, dass du es gewesen bist.
Hörst du mich? Ja. Ist das heute schwieriger für dich? Wir haben die ganze Zeit so, also der Kontakt geht so. Wupp, wupp. Ich stelle nochmal Fettgenerator und mal so auf. Nochmal so 10.30 Uhr ungefähr. Ahmed, nimm mit mir Kontakt auf. Versuche auch zu mir in den Raum zu kommen, bitte. Ahmed, kommst du zu mir in den Raum? Cheyenne79sh gifted a tier 1 sub to Daggy1967. They have given 151 gift subs in the channel. Jetzt krieg ich Gänsehaut. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Jetzt kriege ich voll Gänsehaut gerade. Hallo Ahmed. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Oh. Feinste Gänsepelle, Ahmed. Ich begrüße dich hier bei mir. Hallo. Jetzt bist du bei mir. Wow. Hallo Ahmed. Schön, dass du da bist. Wo bist du denn? Wo bist du vor mir? Nein. Rot ist nein, Ahmed, ne? Grün ist ja. Oh, geht schon wieder. Du bist neben mir. Links ist rot, rechts ist grün. Ahmed, links ist rot, rechts ist grün, wenn du da stehst. Stehst du links, mach das rote Licht, bist du rechts von mir das grüne. Geht das Ding? Ahmed, sag mir mal, wo du stehst. Links grün, rechts rot. Und wenn du gar nicht mehr hier neben mir bist, dann gib mir ein anderes Zeichen. Du bist rechts von mir. Ich spüre, dass du rechts bist. Kannst du das mit grün bestätigen? Oder das Gerät hier hochfahren lassen? Kannst du dich denn hier hinter das Read, wenn ich aufstehe, Ahmed, kannst du dich hier hinbegeben, wo ich jetzt bin? Wenn ich aufstehe? Ahmed? Also wenn ich Körpergänsehaut kriege, Kopf und Arm, ist es sehr stark. Hier würde ich die ganzen Arme vorgehabt, den ganzen, nur hier oben, ne? Komplette Arme, kompletter Kopf, richtig Gänsehaut auf dem Kopf. Ahmed, ich werde jetzt aufstehen.
Ich möchte, dass du hier hingehst, wo ich jetzt sitze, okay? Dann nehme ich jetzt mal eben. Das bin ich. Die Wärmebild. Cheyenne, danke für die Dagi, für den Sub und für Dagi, Dagi 1976. Danke dir. Ah, schwer zu erkennen, ne? Nicht wundern, jetzt piepst der. Das ist gut. So, ich fahre die mal eben hoch. Hau einen von drei. Sag mal, Dreier. Mietzell, danke für 38 Monate. Ganz liebes Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. So, ich fahre gerade eben die Wärmebild hoch. Ich setze mal eben kurz die Farbpalette Kannst du mir zeigen, wo du bist, Ahmed? Kannst du mir das irgendwie zeigen? Ich mache den mal kurz aus, sonst geht der nämlich jetzt an. Würde mich freuen, wenn ich dich irgendwo sehe. Gibst du mir ein Zeichen, Ahmed? Ich habe ihm das versprochen. Ich habe dir das versprochen, Ahmed, und da teile ich auch. Ahmed? Wo bist du? Meine Wärmebild spinnt. Die Wärmebild spinnt voll. Was ist das denn? Ahmed? Wärmebild spinnt voll. Gehen wir mal. Wir machen Rainbow. Ich muss mal kurz mehr Licht anmachen. Ahmed, wo bist du? Kannst du uns ein Zeichen geben? Damit wir dich irgendwo erkennen. Du kannst auch gleich mit mir sprechen. Wir werden gleich die Ghostbox reinhauen. Möchtest du über Ghostbox reden? Dann musst du mir das sagen. Also hier kriegen wir nichts rein. Dann machen wir Ghostbox. Gehen wir damit rüber. Schauen wir mal, ob wir da was reinkriegen. So, okay. Das heißt, Ghostbox Time.
Wir probieren jetzt mal bei Ghostbox mit ihm zu kommunizieren. Fahren wir System hoch. Du kannst auch die Kugeln benutzen, Ahmed. Scheint heute nicht so einfach für dich zu sein. Das ist nicht schlimm. So, probier mal Ghostbox. So, startet eben hoch. Ahmed. Ist denn sonst jemand Verstorbenes hier? Ist noch jemand anders Verstorbenes hier bei mir? Und wichtig, dieses Handy hier, was ich hier habe, hat keine SIM-Karte oder so drin und auch keine Internetverbindung. Das ist nur für Ghostbox. Sonst wird es nichts benutzt. So. Ah, Ahmed, ich rufe dich. Kannst du mich verstehen? Tiefer. Nein, guck mal. Ahmed? Versuch mit mir mal zu reden. Ich möchte mit dem verstorbenen Ahmed von gestern sprechen. Gib mir mal ein Zeichen, rede mit mir. Ahmed, hörst du mich? Machen wir so auf ungefähr vielleicht 7 Uhr. Ahmed? Also es ist ein bisschen komplizierter, jemand Bestimmtes zu kontaktieren, als einfach nur rauszurufen. Ne? Wenn du einfach nur so rausrufst, ist immer jemand da, der antwortet. Aber speziell eine einzelne Person ist nicht so einfach. Ich bitte die geistige Welt, unsere Verstorbenen, mir zu helfen, mit dem Ahmed von gestern in den Kontakt zu treten, der gestern bei mir war. Ahmed, hörst du mich? Bitte auch mein Geistführer zu Hilfe, mit der verstorbenen Person von gestern erneut kommunizieren zu dürfen. Schwierig. Es scheint, als wenn du immer wieder Probleme hast, mit mir in den Kontakt zu treten. Ahmed, kannst du mir noch mal ein Zeichen geben? Ghostbox ist auch still. Merkt man, ne? Da wird wirklich versucht. Ahmed, hörst du mich? Wenn der Kontakt besser ist, versuch mir das irgendwie zu erzählen. Wie können wir den Kontakt besser machen? Ungefähr 11. Habe ich. Ich nenne die ganze Zeit immer Uhrzeiten. Ich habe jetzt ungefähr auf 11 gestellt. Ist das besser? Wenn ja, erklär es mir.
ich jetzt nicht verstehen. Ahmed, versuch auch hier vorne das, die Pyramide zu nutzen. Grün oder Rot, bitte. Wie geht es dir? Wie geht's dir, Ahmed? HI. Hilfe. Ich denke, dass du alles geklärt hast. Wie sollen wir weiterverfahren, Ahmed? Ich denke, du hast alles geklärt. Ja. Ahmed, ist hier noch jemand bei mir? Ein Mann, hier ist noch ein Mann. Kennst du den? Weißt du, was er möchte? Nichts. Brauche auch Hilfe. Kannst du ihn fragen, ob er mir auch ein Zeichen gibt? Ja. Ich werde ihn direkt ansprechen. Ich weiß auch, dass du hier bist. Ich möchte, dass du auch mir ein Zeichen gibst, ein Kontaktzeichen bitte. Nutze auch die Geräte, die hier sind. Das Dreieck, das Gerät vorne, die Kugeln, hier hinten. Jetzt ist jemand durch die Tür gekommen. Jetzt ist jemand durch die Tür gekommen. Hallo? Wer bist du? Jetzt richtig gemerkt, hier ist jemand durch die Tür rein. Richtig gemerkt, so. Wump. Hallo, schön, dass du da bist. Jetzt krieg ich auch wieder Gänsehaut. Jetzt geht's wieder los. Ja, ist jemand Erwachsenes, das ist richtig. Wer bist du denn? Es ist auf jeden Fall ein erwachsener Mann. Gänsehaut über die Beine jetzt drüber. Hallo. Kannst du hier am Tisch mir ein Zeichen geben? Siehst du dieses blaue flackernde Licht? Da kannst du das grün oder rote Licht nutzen. Grün für ja, rot für nein. Oder wenn du die Bälle berührst, leuchten die. Komm mal hier an den Tisch und gib mir ein Zeichen. Ermordet. Also ums Leben gekommen durch Fremdeinwirkung. Wenn du auch Hilfe brauchst, gib mir auch ein Zeichen hier mit den Geräten. Du kannst das grüne Licht für ja nehmen, um etwas zu bestätigen, rot für nein oder um irgendetwas zu zeigen, was nicht gut ist. Verloren. Brauchst du Hilfe? Ich weiß, dass du bei mir im Raum bist.
Klavier. Ich bin sehr unruhig gerade im Kopf. Also so richtig so. Sehr unruhig. Sehr, sehr, sehr durcheinander. Sehr durcheinander, der Mensch. Du bist unheimlich durcheinander. Das ist. Du bist so tausend Gedanken, so wum, 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 wum. Oh, eine Zuckung gehabt. Warte, hier ist. Oh, warte mal. Eine Zuckung gekriegt. Wer bist du denn? Oh. Wer bist du? Nenn mir mal deinen Namen, bitte. Gib mir mal deinen Namen. Du kannst mir über das Ouija-Board deinen Namen geben, bitte. Lukas, damit ich dich ansprechen kann, Lukas. Hallo, Lukas. Ist das nicht schöner, wenn wir unseren Namen wissen? Mich kannst du Mark oder Markus nennen, wie du möchtest. Ich finde es angenehmer, Lukas. Dann kann ich dich direkt ansprechen. Hallo, Lukas. Gesündigt, weil du mir den Namen gegeben hast oder allgemein gesündigt, Lukas? Ich habe gerade die Info bekommen, dass du wohl getötet worden bist. Dass du nicht einen natürlichen Tod gestorben bist. Kannst du mir das hier irgendwie bestätigen? Ja, das ist das. Es ist wirklich vorgefallen. Kannst du mir das hier auch bestätigen mit den Geräten am Tisch? Die Lampen, die Kugeln, die leuchten. Pyramide, grün für ja, rot für nein. Kopfschmerzen. Das zerbricht dir den Kopf, spüre ich gerade. Das zerbricht dir den Kopf, du, das Thema, ne? Oh, so ein Kopf gerade. Die schläfen richtig. Lukas? Soli bum bum, soli bum bum, soli bum bum, Gen Zui. Wenn du bereit bist, auch durchs Licht zu gehen, kannst du mir das irgendwie zeigen? Jetzt klaut der Energie. Jetzt merke ich, jetzt werde ich vor müde gerade. Jetzt merke ich so, meine Augen werden schwer. Lukas, wenn du bereit bist, durchs Licht zu gehen, kannst du mir hier ein Zeichen geben? Dann hast du noch irgendwas zu erledigen. Dann hast du also noch irgendwas zu erledigen, Lukas. Nein. Nein. Lukas, wenn du weiterziehen möchtest, wenn ich dir helfen darf, ins Licht zu gehen, und du dies... Deine Familie, ja... Du kannst deine Familie trotzdem noch immer besuchen und für sie da sein. Du kannst trotzdem immer noch ein toller Mensch sein. Es ist nichts anderes wie jetzt, nur dass du deine ganzen, im Grunde deine ganzen menschlichen Bindungen verlierst. Und dass du komplett in die geistige Welt übergehst. Aber du kannst... Genau, du kannst trotzdem für die Menschen da sein. Und trotzdem uns... hier auf der Erde Zeichen geben, die wir verstehen. Und wenn wir sie nicht verstehen, musst du uns immer wieder diese Zeichen geben, bis die... Hi. Du ziehst ganz schön viel Energie, Lukas.
Wenn du dann bereit bist, ins Licht zu gehen, wirst du feststellen, dass das Licht erscheinen wird. Wirst du feststellen, dass das Licht erscheint? Kannst du mir ein Zeichen geben, Lukas, wenn das Licht zu sehen ist? Der zieht so viel Energie, das ist der Knaller gerade. Ich kriege kaum die Augen auf. Das ist krass gerade. Lukas, gib mir ein Zeichen, wenn du das Licht siehst. Puh! Das ist unfassbar. Mein Gott. Lukas, gib mir ein Zeichen, wenn du das Licht siehst, was ich hören oder sehen kann. Boah. Mensch, Lukas. Rot. Dann zeig mir das rote Licht. Rot und glänzend. Meinst du die Kerzen? Musst du nicht sein. Wenn du bereit bist, durchs Licht zu gehen, sag mir das bitte. Und wenn der Ahmed da ist, auch bitte ein Zeichen geben. Ahmed, ich helfe dir auch. Lukas, Ahmed, seid ihr beide hier? Ja. Anstrengende Sitzung, mein Gott. Warum? Mal kurz einen Schluck trinken. Das ist so anstrengend. Unfassbar. Boah. Boah, mal kurz einen Schluck trinken. Akuti, danke für 16 Monate. Freak Madam, danke für 6 Monate. Gamerzock, danke für 3. Und Mietzer nochmal, danke für 38. Ganz liebes Dankeschön. Ganz viel Liebe für euch. Ah, das bin ich vorne mit dem Gerät. Das bin ich gerade, wenn ich die Trinkflasche, warte, ich zeig's euch. Wenn ich die Trinkflasche, hier, was sieht man im Spiegel hier hinten, guck mal. Hier hinten siehst du mal, guck mal, wenn ich die Flasche hebe. Also das Geräusch mache ich gerade. Also nicht wundern. Also ich brauche nur einmal heben und dann kommt sofort das Zeichen. Also nicht wundern. Geräusch kommt von mir. Von mir verursacht. Ich möchte noch mal, dass du mit mir in Kontakt trittst, Lukas. Das ist nicht Lukas. Das ist nicht Lukas. Das ist jemand anderes. Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt? Warte mal. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe?
Nein, ich lasse euch nicht in Ruhe. Ich will euch helfen. Da ist aber jemand anderes hier. Gott, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. Gott, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. Oh. Oh. Ich möchte euch helfen, euch beiden. Wir müssen einen Kommunikationsweg finden. Lukas, gib mir ein Zeichen, wenn du das Licht siehst. Lukas, Ahmed. Ich sehe die ganze Zeit einen Clown. Warum sehe ich die ganze Zeit einen Clown mit geschlossenen Augen? Warum sehe ich einen Clown? Könnt ihr mir das erklären? Ich sehe die ganze Zeit einen Clown mit roten Haaren. Wer ist das? Wer ist der Clown? Kannst du mir irgendwie ein Zeichen geben, ihr beiden? Ich hasse das, ich hasse diese Ruhe. Gestern haben wir wirklich sehr viele Direktkontakte gehabt. Das ging so bam, bam, bam. Das mag ich nicht. Das, was wir hier haben, mag ich nicht. Ahmed, Lukas? Ahmed? Ich hasse das gerade. Ich mag das nicht. Ja, ich merke das. Ja, die ziehen unheimlich viel gerade. Dann benutzt die Energie für diese Geräte hier. Das war ich. Der jetzt geleuchtet, wenn ich den in die Hand nehme? Warum leuchtet der, wenn ich den in die Hand nehme? Kannst du den noch mal leuchten lassen? Ich nehme den in die Hand und der leuchtet? Ja, halte ich. Ich lege den auch wieder rein. Das schien wohl Erschütterung zu sein. Und hier eine Bewegung. Ja, bin ich. Ich hatte mal, ich habe die Kugel in die Hand genommen. Die hat geleuchtet, vielleicht durch Erschütterung, aber die Pyramide. Ich nehme auch die andere in die Hand. Ja, das ist wohl Erschütterung hier. Na, ist jetzt das dritte Mal, wo ich die Kugel hinlege, leuchtet die andere. Dann scheint es wohl zu so einer Mikrobewegung zu kommen.
von der Kugel. Anders kann das nicht funktionieren. Das muss so eine Mikrobewegung sein. Könnt ihr denn die Kugeln jetzt auch noch mal leuchten lassen? Wenn ihr die jetzt leuchten lasst. Wenn ihr die jetzt leuchten lassen könnt, wäre das prima. Schauen wir uns nochmal die Karten an. Wir machen einmal unterwegs. Hinten der Engel. Der Engel. Für was stehen für euch Engel? Was bedeuten euch Engel? Was bedeuten euch Engel? Die Verstorbenen, die hier sind, macht euch hier nochmal bemerkbar am Tisch. Ist interessant, der Shadow Master hier vorne, der schwarze Kasten. Hier geht gar nicht heute. Die Kugeln fast super gar nicht. Pyramide sehr ruhig. Trifield total gechillt. Ramport total ruhig. Wer ist denn dieser jemand? Geklopft. Wer ist denn der jemand? Wie kann ich den jemand denn nennen? Oder kann dieser jemand zu mir an den Tisch kommen? Wir müssen über Sweeja kommunizieren. Mit wem bin ich jetzt aktuell im Kontakt? Gib mir deinen Namen. Hallo Lukas. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich merke dich jetzt auch schon wieder. Ich spüre dich auch wieder, Lukas. Hast du irgendwas noch zu klären oder möchtest du noch irgendwas aussprechen, bevor du ins Licht gehst? Nein. Wärst du bereit, dann auch den nächsten Schritt zu tätigen, ins Licht zu gehen, Lukas? Ja. B, was ist B? Lukas, dann müsstest du mir jetzt gleich bitte ein Zeichen geben, wenn du das Licht siehst. Dann möchte ich, dass du mir das mitteilst, hier über diese Geräte, damit wir in den nächsten... damit wir gemeinsam arbeiten können. Und ich helfe dir dann, ins Licht zu gehen, Lukas. Du musst mir dann aber das Zeichen geben, Lukas, ne? Ich trinke einen Schluck und ich würde mich freuen, wenn das Licht für dich erscheint, dass du mir das mitteilst, dass ich dich dann rüberführen kann. Und da danke ich jetzt schon mal für dein Vertrauen.
Und Ahmed, danach möchte ich auch mit dir weitermachen. Dann musstest du probieren, nochmal mit mir in Kontakt, bitte genauer und stärker zu gehen, Ahmed. Und ja, dann können wir mal einen Schluck trinken. Also wenn jetzt die Pyramide hier einmal geht, rot, dann bin ich das. Ja. So. Das bin ich wieder. Mach mal eben piepst eben, nicht wundern. Sitzen dauern. Experiment. Ist das dein Experiment? Sehr anstrengend. Das fand ich jetzt interessant. Da wird von Experiment gesprochen. Und dann hört das Gerät nicht mehr auf zu piepsen. Lukas? Schaffst du es, die Zahl auf dem Display auf 5 hoch zu bekommen? Wir haben ja jetzt eine 2. Ja, wir haben nämlich jetzt eine 2 oder maximal 3. Schaffst du es, den Wert auf 5 hoch zu bekommen, Lukas? Guck mal, auf 3 schaffst du schon. Probier mal auf 4 oder 5. Probier mal bitte, Lukas. Schau mal, ob du das schaffst, Lukas, auf 5. 3 haben wir schon. Versuch mal auf 4 und dann auf 5. Bündel mal deine Energie, bitte. Du schaffst es ja auch bis 3. Probier es bitte einfach. Benutz die Energie, die du hast, Lukas. Schau, ob du das Gerät auf 4 oder 5 bekommst. Und wenn du das Licht siehst, kannst du auch gerne grünes oder rotes Licht einschalten. Wir müssen es umdefinieren, Lukas. Rotes Licht ist... Es ist kein Licht gekommen, grünes Licht, es ist da, also rot, es ist kein Licht für dich zu sehen, grünes Licht, es ist da. Und trotzdem würde ich mich auch freuen, wenn du das Gerät, das Messgerät auf 5 hoch bekommst. Also grün, es ist kein Licht gekommen, rot, es ist kein Licht und grün, es ist ein Licht da. Bitte den Verstorbenen, der hier ist, mir gerade dieses Zeichen zu geben, bitte. Kann ich verstehen, was? Wort konnte ich nicht verstehen. Fort, ne? Lukas, ich will dir helfen. Oh.
Ich bin mich jetzt erschrocken, ey. Habi, das war so laut. Geister gibt's nicht. Boah. Puh. Alter Lachs. Ich bitte den Verstorbenen, den ich ins Licht führen möchte. Wenn du das Licht schon siehst, nimm das grüne Licht an dem Dreieck. Wenn du es nicht siehst, das rote, und probier auch bitte zeitgleich das Digitaldisplay bis auf 5 hochgehen zu lassen. Also heute ist anstrengend. Heute ist echt. Ich habe eigentlich gedacht, mal eben kurz hier Ahmed ins Licht und nee. Heute ist Licht ist nicht da. Hast du noch irgendetwas zu klären? Weil ich lernen möchte, mit euch in Kontakt zu treten und mehr bei euch erfahren möchte, wie diese Kommunikation zustatten geht. Und ich möchte mit euch kommunizieren und den Menschen zeigen, dass ihr nicht wirklich tot seid, wie wir es sehen, dass ihr auf einer anderen Art und Weise immer noch existiert und in dem Sinne auch lebt. Und das ist meine Aufgabe, meine Lebensaufgabe. Ihr seid nicht tot, ihr lebt. Warum glaubt ihr, bin ich hier? Warum glaubt ihr, dass ich hier bin? Was glaubt ihr, was ist der Grund, warum ich hier bin? Irgendwas baut sich hier gerade auf. Irgendwas kommt. Also ich habe nicht mehr das Gefühl des armen Tiers oder Lukas. Hier kommt was viel Mächtigeres gerade. Hier kommt irgendjemand, der ist viel kräftiger. Ich fühle mich gerade so ein bisschen klein im Raum. So klein. Ich fühle mich klein gerade. Ganz klein und armselig. Hier ist jemand. Aber das ist nicht die beiden. Wer bist du? Hier ist jemand, aber das ist jemand ganz anderes. Bist du der Mann von gerade? Bist du der Mann von gerade? Wenn das so alles still ist und mittendrin auf einmal. Für mich ist es ja noch lauter als für euch. Oh. Ja.
Ja, entschuldigen Sie, wir haben ja das Jahr 2023. Jedes Jahr erschrecke ich mich immer wieder vom Neuen. Und mit wem habe ich es jetzt hier zu tun? Genau, excuse me, wir haben 2023. Wer ist denn jetzt bei mir? Kannst du mir denn hier irgendein Zeichen im Raum geben, wenn du hier bist? Ich weiß, dass du jemand ganz anderes bist. Du bist nicht Ahmed und nicht... Von wem? Von wem? Von wem bist du niedergeschossen worden? Vorhin war doch ermordet. Niedergeschossen. Lukas, gib mir ein Zeichen, wenn ich mit dir rede. Lukas, mach dich bemerkbar, wenn du das bist. Mach dich bemerkbar, wenn du das bist, Lukas. Wenn es was mit Krieg zu tun hat, kannst du mir da irgendwas zu sagen? So schwierig der Kontakt. Bist du auch noch da, Ahmed? Ahmed, gib mir das grüne Licht, wenn du da bist. Ich habe versprochen, dich ins Licht zu führen heute, Ahmed. Grünes Licht, wenn du da bist und bereit bist, ins Licht überzutreten. Ich weiß nicht, wo du bist. Boah, die ziehen so Energie, ne? Das ist der Knaller. Ich brauch Süßkram. Ich glaube, ich brauch Süßkram. Ich brauch irgendwie was zum Fressen. Ich brauch mal kurz was zum Fressen. Print oder so. Mein Gott, ist das ein energieziehendes... Oh Gott, was haben wir denn hier? Eine Schokoprinte. Oh. Mal kurz mal Schokoprinte essen. Mein Gott. Das ist gut.
Das ist ein Zucker. Zucker ist gut. Oh, das ist schon drin, ja. Kau eben auf. Mein Gott, das wird anstrengend. Unfassbar. Boah. Warum seid ihr so anstrengend heute? Hansemann, danke dir für 47 Monate. Zucker rockt. So, Zucker hilft. Bin ja wieder da. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt habe ich ein bisschen Zucker drin. Okay. Ich möchte mit Ahmed sprechen. Ahmed gibt mir ein Zeichen. Die verstorbene Person von gestern Abend, die ins Licht geführt werden wollte, mit der möchte ich nochmal reden. So, da gehen wir jetzt eben in die Miracle rüber. Ich möchte, dass ihr mit mir jetzt sprecht, aber über das andere System. Ahmed, hörst du mich? Ahmed, kannst du mich hören? Wenn du mich hörst, nimm mal das zweite Portal. Ahmed, ich rufe dich. So, jetzt gehen wir hier rüber. Das war ich jetzt mit der Kugel, weil ich gegen die Tür geknallt bin. Ahmed, ich möchte, dass du mit mir redest. Kannst du mich hören? Ahmed, bist du da? Ahmed? Kannst du mir ein Ja geben, wenn du da bist, Ahmed? Nein. Ahmed, ich habe gestern dir was versprochen. Ich habe dir heute versprochen, dich ins Licht zu führen, Ahmed. Hast du noch deine Familie noch besucht? Warst du bei deiner Familie nochmal? Wärst du denn heute bereit, ins Licht zu gehen? Warum nicht, Ahmed? Du kannst ja nicht immer hier so weitermachen. Du kannst trotzdem für deine Familie da sein, Ahmed. Geht's dir denn sonst gut? Ja. Ahmed, wie sieht es aus, wo du jetzt bist? Wie sieht's denn dort aus gerade? Ahmed, kannst du mir ein Zeichen geben? Ja. Dann gib mir ein Zeichen, was ich sehen oder hören kann, Ahmed.
Gib mir ein Zeichen, was ich sehen oder hören kann. Kannst du die Pyramide anmachen, das Dreieck? Ahmed, kannst du dieses Dreieck einschalten? Versuchst du es mal? Grün oder rotes Licht? Ahmed? Probierst du es bitte? Ahmed? Findest du es lustig? Ja, du, ne? Du findest es lustig, oder? Ahmed, ist hier noch ein Mann? Ist hier noch jemand bei mir? Ist hier noch jemand, Ahmed, bei mir im Raum? Nee. Nee? Kann ich dich was fragen, Ahmed? Ahmed, kann ich dich was fragen? Kennst du Herrn Muschi? Was? Kennst du den Herrn Muschi? Kennst du den? Kann ich mit dem mal kurz reden? Ich würde gerne mal schauen, ob ich Herrn Muschi kontaktieren kann. Hat der Muschi gesagt? Warte mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Hat der Muschi gesagt? Oder habe ich mir das eingebildet? Hat der doch Muschi gesagt? Der hat doch Muschi gesagt. Der hat doch Muschi gesagt. Der hat doch Muschi gesagt. Wie krass ist das denn? Wie krass ist denn das? Ich muss mir das mal eben anhören. Ich muss das mal eben kurz hören. Der hat doch Muschi gesagt. Das kann doch gar nicht sein. Warte mal. Herrn Muschi kontaktieren können. Das soll ich nochmal. Tieren können. Das ist aber schon eine krasse Nummer, ne? Also man muss sich jetzt immer das so vorstellen, die Verstorbenen nutzen diese Phonetik, ja? Wenn mal ein Wort nicht 100% haargenau gleich ist, aber der Grundlaut stimmt, dann ist es trotzdem eine Antwort. Ein Muschi, es ist identisch. Wenn ich frage, kennst du Herrn Muschi, dann kommt Muschi. Die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls ist da schon fast auszuschließen. Ne? Das finde ich krass. Das finde ich jetzt aber krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da bin ich jetzt echt überrascht. Du findest auch Herrn Muschi lustig? Findest du Herrn Muschi auch lustig? Ja. Der Knaller. Das ist der Knaller. Also ich spreche da mal mit Herrn Muschi, ja? Dann komme ich gleich wieder zu dir.
Ich guck mal, ob der Muschi da ist. Ich rufe Herrn Muschi, sind Sie da? Herr Muschi? Sind Sie da, Herr Muschi? Ich rufe Herrn Muschi. Herr Muschi, können Sie mir ein Zeichen geben? Herr Muschi, geben Sie mir ein Zeichen. Herr Muschi, danke für Ihr Zeichen. Schön, dass Sie da sind. Ich bin immer noch über Ihren Namen fasziniert, Herr Muschi. Ich habe gerade mit jemand gesprochen, der kennt Sie. Der hat auch sogar Ihren Namen genannt, Muschi. Ja, der war aber noch ein bisschen jünger. Ist Ihre Frau Muschi auch da? Ihre Frau? Nee. Wie geht's denn Ihrer Frau Muschi? Gut? Das ist schön. Da freue ich mich, dass es der Familie Muschi gut geht. Wo sind Sie denn gerade? Wo sind Sie denn beide jetzt aktuell, Herr Muschi? Hören Sie mich? Herr Muschi, Frau Muschi? Ja. Möchten Sie mir was sagen, Herr Muschi? Jo, was denn? Was wollen Sie mir denn sagen? Was wollen Sie mir sagen, Herr Muschi? Herr Muschi, Sie können mir helfen. Ich habe einen Kontakt zu dem Ahmed. Wie kann ich besser Kontakt zum Ahmed aufbauen? Schwer. Warum ist es denn schwer? Was, Lull? Was meinen Sie mit Lull? Herr Muschi, wie kann ich am besten Kontakt zum Ahmed aufbauen? Haben Sie einen Tipp für mich? Von Muschi zu mir, von Ihnen zu mir, Herr Muschi, haben Sie einen Tipp, wie ich mit... Haben Sie eine Idee, wie ich den Kontakt besser gestalten kann? Von Muschi zu mir, von Ihnen zu mir? Herr Muschi? Mal. Liegt es an dem Feldgenerator? Müsste ich den Feldgenerator anders einstellen? Nein. Haben Sie einen Tipp? Danke fürs Erschrecken, Herr Muschi. Danke fürs Erschrecken, Herr Muschi. Ja, das war sehr, sehr erschreckhaft. Ich habe mich jetzt sehr erschrocken, Herr Muschi. Ja, was meinen Sie denn, Herr Muschi? Herr Muschi, warum haben Sie mich erschreckt? Ich bin fast vom Stuhl gefallen. War das ein Muschi-Witz? War das ein Witz von ein Muschi-Witz, Herr Muschi? Herr Muschi? Herr Muschi, hören Sie mir mal kurz zu. Herr Muschi? Ich gehe noch mal eben zum Ahmed oder zum Lukas rüber, ja? Das ist okay?
Dann grüßen Sie Ihre Frau, Muschi. Stellen Sie liebe Grüße an die Muschi-Frau, Frau Muschi. Ostern, nein. Alles Liebe, Herr Muschi. Tschüss. Ja. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal zum Jungen rüber. Ahmed, ich möchte, dass du mit mir redest hier drüber. Hörst du mich, Ahmed? Ahmed, ich würde dich gerne jetzt ins Licht bringen, wenn du möchtest. Ich lebe. Ich lebe. Ahmed, wärst du denn bereit, ins Licht jetzt zu gehen? Ahmed? Möchtest du denn ins Entschuldigung, das war kein Satz. Möchtest du denn ins Licht hier heute gehen, Ahmed? Ein klares Ja oder Nein? Also bestätige nochmal, möchtest du ins Licht heute gehen? Klares Ja oder Nein, Ahmed? Ahmed, antworte bitte Ja oder Nein? Also gehe ich von aus, du möchtest nicht ins Licht heute gehen. Also gehe ich von aus, du möchtest nicht ins Licht heute gehen. Also gehe ich von aus, du möchtest nicht ins Licht heute gehen. Die Antwort wäre Ja oder Nein, Ahmed. Ich gehe von aus, du möchtest nicht ins Licht gehen heute. Ahmed, antworte bitte mit Ja oder Nein, damit wir endlich mal vorankommen. Ahmed, Mensch. Hallo. Ahmed? Du wirst wohl nicht ins Licht gehen wollen, oder? Nee. Die Tage? Hast du da mehr Zeit oder hast du noch Termine? Oder? Ahmed, hast du Termine noch? Ahmed. Ja. Okay, dann danke ich für den Kontakt und ich habe mit Herrn Muschi auch geredet. Tschüss. Frieden mit dir. Tschö. Nee. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Wollen wir Lukas noch haben? Lukas, kannst du mich verstehen? Lukas, hörst du mich? Kannst du mir ein Ja oder Nein geben, Lukas, wenn du mich hörst? Ein klares Ja oder Nein, Lukas, bitte. Hörst du mich? Versuch klarer zu reden, Lukas, hörst du mich? Lukas? Versuch mit mir klar und deutlich zu reden, Lukas.
Das warst nicht du, Lukas, das war eine Katze. Und die Nachbarn jetzt Katzen? War doch gestern erst. Lukas? Hast du die Katze miauen lassen? Nee. Lukas, möchtest du ins Licht gehen? Lukas, kann ich dir helfen, ins Licht zu gehen? Bestätige einfach ja oder nein. Ja. Ja, dann bitte ich dich, Lukas, mir ein Zeichen mit dieser Pyramide unten zu geben, wie dieses Dreieck mit dem blauen Licht. Du kannst es grün oder rot leuchten lassen, wenn du das Licht siehst. Hast du das verstanden? Und dann gibst du mir bitte Bescheid, Lukas. Ja. Okay. Bin ich gespannt. Und ich schalte jetzt nicht das Ding ein, also keine Sorge. Nicht, dass jetzt hier einer sagt, so der fummelt am Handy rum und macht jetzt hier einen Countdown. Lukas, wenn du das Licht siehst, lass bitte diese Lampe leuchten vorne. Grün oder rot? Dieses Katzengeräusch, sind das Babykatzen oder was war das? Ich komme mal nach vorne, ist das Babykatzengeräusch? Ist ja voll laut. Das knallt ja einmal durchs Treppenhaus durch, eine Etage hier. Ist das Babykatze? Babykatzen klingen anders. Alle Katzen machen die Laute. Nee, ich mach die Tür nicht auf. Eine rollige? Rollige, eine große. Ich mach ja nicht die Tür auf. Da habe ich dann nachher so ein Pferd vor die Tür. Nee, wenn ich mal die Tür, da steht da einer und du guckst mich an. Und dann rennt die rein. Was mache ich denn dann? Welche Katze rennt hier auf den Tisch? Überleg mal. Du machst die Tür drin und dann, was mache ich dann? Wenn eine Katze hier drin. Und dann muss ich eine Katze jagen. Und weißt du, ob die gut drauf ist? Überleg mal. Dann kommt die reingerannt. Dann ist sie vielleicht aggressiv und dann tritt die mich oder so. Nicht mehr, die wird mich treten. Ach, treten, beißen. Tritt doch nicht, beißen. War dünni auf, einsame Mel. Dann will die mich fressen oder so. Dann kackt die mir nachher auf Brett oder so. Und dann? Ich gehe euch mit Thunfisch durch Treppenhaus. Ja, überleg mal, du machst die Türen. Hast du die denn da oben hängen und die krallt dir das Gesicht weg? Nee, Ella. Tiere sind doch gute Kommunikationshelfer. Aber nicht mit meinen Erfahrungen, die ich mit Katzen gesammelt habe. Katzen vertreiben Böses. Ne? Ich mach mal Tür, ich geh mal an die Tür gucken. Ich mach mal einen Spalt auf. Warte mal. Dass die dann hinter mich hört oder so. Maus? Maus? Na, mal die Tür zu. Ich habe einmal so einen Spalt geguckt. Ich habe so einen Spalt aufgemacht. Muss doch reichen. Wenn da eine Katze ist, hat die mich verstanden. Ich weiß nicht, ob der was gebracht hat. Gib ihm was aus dem Kühlschrank, der ist sie tot. Da ist ja nichts mehr drin. Redet man so mit Katzen? Was muss man da sagen? Weg? Tsch, tsch. Was machen wir denn jetzt damit?
Was macht man da? Muss man irgendwas sagen? So, tsch. Essen die Printen? Ich könnte eine Printe vor die Tür legen. Soll ich eine Printe vor die Tür legen? Vielleicht geht die dann wieder. So eine Schokoladenprinte. In Babysprache reden? Oh, mal, warte mal, ich kann noch mal gucken. Ja, geh nach Hause. Ja, fein. Ja, geh wieder weg. Verzieh dich. Geh unten spielen, da wo du hingehörst. Printe? Essen die Printen? Nee, ne? Tsch. Geh wieder nach Hause. Bleib mich in Ruhe. Gut, gut. Okay. Scheint runtergegangen zu sein. Also scheint wohl runtergegangen zu sein. Hat wohl geklappt. Das scheint hingehauen zu haben. Das scheint hingehauen zu haben. Nee, ich habe jetzt keine Printe gegeben. Irgendeiner hat auch gesagt, die mögen keinen Zucker. Ja. Also ist wirklich gegangen. Was sind Printen? Weihnachtsdinger. Man redet mit Katzen ganz normal. Hat doch hier oben einer geschrieben in Babysprache. Deswegen habe ich das doch gemacht. Nee, ich. Okay, weiter geht's. Ist das Licht da? Dann möchte ich bitte, dass du das Licht berührst und mir sagst, was du fühlst. Sag mir, wie es dir geht, wenn du das Licht fühlst. Ist es Liebe? Ist es Liebe? Kannst du mir das mitteilen? Wie fühlt sich das Licht an? Ist es ein Gefühl von Liebe? Berühr das Licht bitte. Wie fühlt sich das Licht an? Berühr mal das Licht bitte. Wer bist du? Wer bist du? Wie ist dein Name? Hast du die Pyramide leuchten lassen? Warst du das? Kannst du das Licht sehen? Kannst du das Licht sehen? Bestätige bitte. Ist es göttliches Licht? Ist es ein göttliches Licht, was du siehst? Hörst du mich? Das stimmt was nicht. Wer bist du? Du bist nicht Lukas oder Ahmed. Du bist nicht Lukas oder Ahmed.
möchte mit dir keinen Kontakt haben. Ich sende dir Licht und Liebe. Das war nicht angenehm. Herr Muschi, sind Sie da? Herr Muschi, hören Sie mich? Herr Muschi, mit wem habe ich gerade geredet? Wer war das? Musch. Auch Musch? Nee, ne? War das jemand Nettes? Es war nicht Ahmed oder Lukas, oder? Da rede ich lieber mit Ihnen, Herr Muschi. Nur mit mir. Nur mit dir. Ja, nur mit mir. Herr Muschi, warum habe ich es nicht hinkriegen können, dass Lukas und Ahmed ins Licht gehen? Kennst du die Lösung? Ich mag Sie, Herr Muschi. Ich duze dich aber ab heute, ja, Muschi? Aber ich kann ja nicht du Muschi sagen. Wie ist denn dein Vorname? Kannst du mir das klar und deutlich sagen? Ich kann ja nicht du Muschi sagen. Ist ja ein Schimpfwort, oder? Wie muss ich dich denn dann ansprechen? Hein. Wie, Hein? Hein Muschi? Wie ist denn dein... bestimmt. Geh Milch zu Hause trinken. Milch, schöne Milch. Gibt da bestimmt irgendwas zu essen, aber geh jetzt nach Hause. Shashlik underscore 112 gifted a tier 1 sub to Einsamo underscore Mel. They have given 10 gift subs in the channel. Ja, das kommt von da hinter der Tür. Trink noch Milch, oder? Ja, vor allem, wir sprechen mit Herrn Muschi und der miaut eine Katze, das ist doch auch nicht normal, oder? Warum soll eine Katze am Dachboden sein? Na, die trinkt Wasser. Dachte Milch. Aber ist das schon komisch, oder? Du sprichst mit Herrn Muschi und da mauzt eine Katze. Katzen dürfen keine Milch. Dachte, die trinken nur Milch. Ja, oder antwortet die jetzt hier auf Muschi? Ist auch nicht normal, oder? Milch macht durch, weil nachher kacken sie dir noch wohin. Ja, ich will die hier nicht kackend in der Bude haben. Gibt Katzenmilch? Gibt auch Kindermilchschnitt, ist auch nicht gut für Kinder. Ne? Vielleicht heißt die Muschi?
Katzen dürfen mich ja mal mit Wasser vermischen. Alter, ja, schon alles komisch heute, oder? Ich rede mit Herrn Muschi und dann hat er eine Katze, die da rumbrüllt. Also ich gebe der eh nichts. Das ist nicht meine Katze. Ich kann keine fremde Katze füttern. Ich kann eine Katze füttern. Was soll ich denn da geben? Was habe ich denn hier? Können die hier so ein paar Bonbons geben? Mehr könnte ich der Katze nicht geben. Ah, schon komisch. Leckerlis kriegt nur Paw Patrol. Laktoseintolerant. Ja, ich kann ja keine fremden Katzen. Nachher habe ich die jeden Tag vor der Tür. Dann meint ihr noch, hier ist irgendwie, ich weiß nicht, Rudis Resterampe oder so. Die muss irgendwo das Treppenhaus sträuchen. Was mache ich denn, wenn ich nachher raus will? Was mache ich denn dann? Wenn die mich angreift? Wenn ich mir, die greift mich an gleich. Ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit Katzen. Also ich werde das ja gleich mal sehen. Also wenn ich die Nachbarn mal morgen irgendwie mal treffe oder so. Die greift mich nicht an. Also ich habe sie nicht gesehen. Die kommt, wenn ich die anbrüll oder was. Ja, nachher kratzt die mich im Treppenhaus oder so. Vielleicht ist die aggressiv. Weiß ja nicht, vielleicht eine Streunerin. Wenn dann Katz mich verdünnte Dosenmilch, ist er versehentlich im Haus gelandet, will nur raus. Ja, aber war ja gestern auch schon. Die ist ja nicht seit gestern im Treppenhaus, die muss ja bei den Nachbarn sein. Na? Muss ja, wir haben ja gestern die gleiche Katze gehört. Muss ja. Vielleicht denkt sie, ich bin aggressiv. Ja, was mache ich denn? Mit Taschenlampe. Oh, ich habe eine Idee. Mögen die schräge Töne? Ich könnte mit der Flöte rum. Dann glauben die, ich bin eine Eule oder so. Mit Wasser? Soll ich einen Kübel mitnehmen? Ein Eimer oder was? Kann doch kein Eimer Wasser im Treppenhaus rumrennen. Warum soll ich Veterinäramt anrufen, wenn er die Nachbarskatze ist? Nagori, danke für 100 Bits, Nagori. Dankeschön. Vielleicht ist der Kontakt aber auch sehr anstrengend für Katzen, fühlen sich zu negativen Energien hingezogen, Kunde zu positiven. Ich kann doch nicht schreiend durchs Treppenhaus rennen. Ich mach mal was. Wartet mal. Probier mal was, ich krieg bestimmt Ärger mit der Nachbarn. Ball. Da war zu laut. Scheiße. Der ist durchs ganze Treppenhaus gehüpft. Der ist durchs ganze Treppenhaus gehüpft. Ja, vielleicht spielt ihr mit dem Ball. Katzen mögen noch Bälle, oder? Dann kann die den Ball mitnehmen. Mit dem Ball spielen. Oder? Ja. Dann kann die den Ball mitnehmen. Dann hat die was zu tun. Dann nervt die mich nicht. Ich war unbemerkt tagelang eine Katze im Keller und Treppenhaus, kam mich raus. Jetzt in der Nacht neben Aktion wieder mein Besitzer. Alles doch. Wie wer? Ball. Was kann ich denn da nur machen? Weiß nicht, was mache ich denn? Ich muss da irgendwie runter. Man muss ja im Treppenhaus sein. Die tut mir nichts. Ja, weiß ich ja nicht. Nachher ist das hier so eine Wildkatze oder so. Die mag mich. Ja, was ist, wenn die mich anfällt? Vielleicht hat die Tollwut. Und ich meine, die hat Tollwut, das ist ja gefährlich. Eine Katze mit Tollwut.
Ich nehme einfach gleich, wenn ich gehe, noch einen Ball mit. Und dann sage ich, fass, dann werfe ich den Ball. Ich rennt dir den Ball hinterher oder so. Das müsste gehen, oder? Wenn ich einen Ball mitnehme und drunter gehe, dann werfe ich den Ball und dann sollen die den holen. Fass, nehmen wir einen Hund, ne? Einfach so, wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ja, such. Wo ist der Ball? Was macht man denn mit Tieren, mit Katzen? Was macht man denn mit Katzen? Wenn Katzen so miauen, haben sie Hunger, Durst oder brauchen Liebe? Ich mache mit der keine Liebe, Sam. Ich guck gleich mal. Eine Werwolfkatze? Nein. Also ich guck mal, wenn ich die jetzt irgendwo sehe, dann nehme ich einen Ball mit und dann soll die mit dem Ball spielen. Und dann, ich nehme euch gleich einfach mit. Das machen wir. Ich werde jetzt mal Aktion Katze machen. Und dann werde ich mich auch langsam nach Hause verkrümeln. Und ich werde jetzt mich so langsam mal vortasten Richtung irgendwie runter. Ich nehme einen Ball mit. Und dann, wenn die Katze kommt, dann rolle ich den Ball. Dann sage ich, hol, hol, da hol. Irgendwie, ne? Na, das war nicht Ahmed, Isabella. Das war nicht Ahmed. Wenn wir morgen ist ja Lena hier. Dann werden wir morgen mit Lena das nochmal probieren, mit Ahmed. Morgen ist ja Lena da. Nee, meine Tür ist zu, die ist hier nicht drin. Okay, Leute. Wenn ich die Katze sehe, mache ich euch ein Foto. Ich werde mich jetzt durchs Treppenhaus runterbegeben. Wir sehen uns morgen Mittag und morgen Abend, wenn Lena noch da ist. Ich mache euch ein Foto, wenn ich die Katze sehe. Dann haue ich auf Instagram. Okay, erstmal danke für Donations, danke für Subs, danke an meine Moderation. Ich mache ein Foto, wenn ich da irgendwas sehe von der Katze oder so. Ne? Cortex, Liebe geht raus an dich. Das ist jetzt Aktion Katze. Bis später. Ich nehme jetzt einen Ball mit. Da soll die einen Ball fangen. Schauen wir mal.